Heute Morgen bin ich aufgewacht und das erste, was mir in den Sinn kam, ist, dass ich Black Ops 2 spiele und live aufnehme und es dann hochlade. Allerdings habe ich die Black Ops 2 CD nicht gefunden, deswegen habe ich jetzt Black Ops 1 reingesteckt, denn die CD habe ich dann gefunden und ich zocke jetzt schon seit 3 Spielen ungefähr und es macht mir tatsächlich Spaß und es gefällt mir, es ist unglaublich, aber es gefällt mir, dass Call of Duty mir ja wieder Spaß macht, ist mal wieder ein geiles Gefühl, aber erstmal sage ich, was geht Leute, mein Name lautet Danny Burnage, willkommen zu einem neuen Video von mir und zu einem neuen Live-Commentary, denn wir spielen mal wieder Black Ops 1, und es ist mal wieder wirklich lange her, also ich glaube, das letzte Mal, als ich die Black Ops 1 CD reingelegt habe, war vor 2 Jahren oder so. Oh mein Gott, jetzt spielen wir auf WMD. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich wieder auf diese Map hier spiele. Ich habe vorhin, ich glaube, auf Nuketown und auf, wie heißt diese Geister-Map? Keine Ahnung, ob das eine Geister-Map ist oder nicht, aber dieses Honor, ach, keine Ahnung, kein Plan jetzt, wie die heißt. Auf jeden Fall WMD und, ja, diese Map ist auch voll übel bekannt, also die sollte jeder von euch kennen. Und wenn nicht, dann gibt es für 10 Wochen kein Snickers-Eis. Wenn das Spaß. Übrigens, ich habe jetzt noch einen Account, das heißt also, ich habe die besten Waffen noch nicht so freigeschaltet. Deswegen werde ich erstmal mit diesen Waffen mich zufrieden geben müssen. Was hier richtig geil ist, weil hier kann ich mir wenigstens, muss ich wenigstens für die Waffen sparen, bis ich mir die kaufen kann. Dann wetten die Hälfte des ganzen gegnerischen Teams. Ja. Yeah, eine Waffe. Oh, die Scheiße eigentlich. Lass uns mal bei der bleiben. Weil, oh, oh, oh. Oh mein Gott, war das knapp, Alter. Oh, jetzt da liegt eine Claymore. Nur damit ihr wisst, Bescheid wisst. Oh, wir kriegen Besuch. Ich habe aber niemanden eingeladen. Oh, oh. Hab keine Waffe hier. Bitte lass mich in Ruhe. Oh, den haben wir Assist bekommen. Für den. Okay, alle können wir auf der Karte sehen. Es haben tatsächlich nicht mehr so viele Leute Ghosts. Ich meine Geist mit am Start. Oh mein Gott, ich habe zu oft das Wort Ghost gesagt. Ich hab zu viel Spucke in meinem Mund. Kennt ihr das, wenn ihr zu viel Spucke in eurem Mund habt? Nein? Da bin ich der Einzige. Oh Mann. Ich bin immer der Einzige. We lost the things. We lost the things. In the fire, fire, fire. Bam. Yeah, ich bin wieder Spionageflugzeug. Alter, das macht mir wieder Spaß. Ich kann es echt nicht glauben. Das macht mir, jetzt ohne Witz, Leute, das macht mir Spaß. Übrigens, ich liege jetzt... Oh mein Gott, das war knapp. Das war richtig klar. Da habe ich nicht nachgedacht, denke ich. Aber das war richtig klar, dass er da campt. Lass mich den so eliminieren. Oh, das war eine gute Semtex. Ich würde schon... Oh, das war wirklich eine gute Semtex. What the fuck? Ja, definitiv das ganze, das gesamte Highlight des Videos. Wetten, hier ist auch noch einer. Naja, dann nicht. Was hat der für... Oh, ich liebe die Waffe. Yay. Okay, die Waffe ist immer durch diese ganzen Waffen auf Hebel rein. Sterbe ich. Da kommen erst ein paar Leute rein. Oder auch nicht. Doch, komm, bestimmt. Ja. Bam. Lass mich seine AK. Oh, die ist immer noch so hässlich. Aber Danny, ich bin doch gar nicht... Doch, du bist die hässlichste AK, die ich jemals... Oh mein Gott, Danny, wie kannst du meine Gefühle nur so verletzen? Das juckt mich nicht. Ich habe eine bessere AK gefunden. Die nennt sich Hoverfield. Oder wie heißt die Waffe hier? Keine Ahnung. Oh shit, ich wurde gemessert. Wie kann ich noch... So kann ich messern, okay. Alles wird gut. Alles wird gut, Messer. Du kommst auch noch zum Einsatz. Und der hat sich, der hat sich so weggedreht, so nach dem Motto, du bist mir zu hässlich. Komm schon. Wir haben die Führung verloren. War das gut? Ja, war gut. Bye, bye. What? Ist das denn ernst? Alter, der wird die ganze Zeit angeschossen und... Oh mein Gott. Okay, jetzt verstehe ich, wieso die Leute mal sagen, in Black Ops 1 kann man richtig geil Gameplays erspielen. Das ist ja mal übertrieben einfach. Ich meine, ich sollte das Spiel jetzt... Oh, da ist ein Auto. Bitte nicht gegen mich. Oder ich habe eine... Hä? Habe ich jemanden gekillt? Habe ich jetzt jemanden gekillt? Hä, ich habe jemanden gekillt irgendwie. Oder? Nee. Ich habe eine Claymore zerstört, oder? Alter Schwede, ich habe gar keinen Plan mehr von meinem Leben. Wenn mir irgendjemand erzählen kann, wie das Leben funktioniert, bitte her damit. Da kommt er lang. Oh, wäre ich jetzt gestorben, ich hätte geweint. Ihr müsst euch mal wirklich vorstellen, wie ich hier anfange zu weinen. Ihr werdet mich aber niemals weinen sehen. Ich bin weinlos. Weinlos. Alles klar, alles wird gut. Oh nein, nicht S71. Oh, ich hasse das. Oh, oh. Nein. Oh mein Gott, da habe ich keine Chance. Was soll ich da machen? Ey, mein Team feedet. Hör auf zu feeden. Oh mein Gott. Der campt natürlich wieder oben. Alles wird gut, mein kleiner Camper. Jeder ist mein Camper. Ich war damals auch einer. Und mein Leben hat sich verändert. Mein Leben hat sich zum Guten gewendet. Digga, du hast eine S71 oben. Wie kann er mich nicht gesehen haben? Ich würde sagen, es ist ein Fall für Galileo Mystery. Wir haben die Führung verloren. Guck mal, der sieht mich einfach nicht.
Guck mal, die sehen mich. Guck mal, guck mal. Die haben SR-7. Guck mal. Wir sind in Führung. Und die haben eine SR-71 oben. Oh mein Gott. Das passiert, wenn man nicht so oft auf die Karte guckt. Bam. Und tot bin ich. We lost the things. We lost the things. In the fire, fire, fire. Ich hab mir letztens Spotify geholt. Nein, ich werde nicht gesponsert. Ja, übrigens, habe ich schon erwähnt, ich krieg einen neuen Laptop. Demnächst. Oh, ne, komm. Oh, ich sieht geil aus. Danke, Danny, ich bin so stolz auf mich. Kannst du auch ruhig. Kommando, du bist die geilste Kommando. Danke, Danny, ich bin so stolz. Halt deine Fresse jetzt. Übrigens, ich krieg einen Gaming-Laptop jetzt zugesendet. Oh, shit. Von Alienware. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Oh mein Gott, wie kann ich den stumm schalten? Also, okay. Von Alienware kriege ich die zugesendet. Und da werden auch viele Live-Commentaries kommen. Da freue ich mich extrem drauf, dass ich mal wieder einen. Ja, ich weiß nicht. Immer wenn ich sowas Neues bekomme, so einen neuen PC, zocke ich immer extrem viel. Und wir verlieren das Spiel ernsthaft, Team. Ich meine, guck mal, das. Ja, schaut euch mal mein Team an. Ich meine, das Problem ist einfach nur, mein Team zieht mich mit runter. Ich könnte natürlich jetzt versuchen, das Spiel noch für uns zu gewinnen. Werde ich auch versuchen. Allerdings das Problem, dass mein Team einfach so schlecht ist, dass die mich einfach runterziehen und den Gegnern die ganze Zeit sowas wie Orbital-Satellit geben und ich dadurch auch sterbe. Ich bin eigentlich gar nicht schlecht. Ich bin quasi der beste Spieler ever. EU. Ever. Definitiv, ja. Alles wird gut. Oh, der hat wieder. Denn ich bin wieder da. Oh, nee, du bist gar nicht die Kommando. Aber denn ich bin noch eine ganz andere hübsche Waffe. Du bist eine hässliche Scheißwaffe. Aber denn ich so sagt man, so redet man nicht mit mir. Ich liebe die Goldtarnung. Beste Tarnung ever jetzt, ohne Scheiß. Oh, 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 mein Gott. Ich wusste ganz genau, dass ich in dem Moment sterbe. Anstatt zurückzugehen, habe ich mich opfern lassen. Ich habe mich opfern lassen. Er hat mich einfach gekillt. Oh mein Gott, wie kann man nur in Call of Duty? Weiter, sonst verlieren wir. Retter, yay! Oh mein Gott, ich muss sagen, ich glaube es nicht, aber es macht wirklich wieder Spaß. Ich glaube, ich spiele jetzt hier so ein Seit. Alles wird gut. Jeder ist mal auf dem Druck. Der campt die ganze Zeit. Hopp, Claymore. Hallo. Es hat geleckt. Yay, M16. Die beste Camperwaffe ever. Oh, ich mag das. Ich mag den Aufsatz tatsächlich. Bam, bam. Bam, bam, bam. Haha. Oh, kann ich endlich meine Vorräte irgendwie auch mal zünden, ohne zu sterben? Was macht der da jetzt eigentlich? Der campt hier, oder? Oh, der campt hier, der campt hier. Lass ihn mal verfolgen, lass ihn mal verfolgen. Lass mal ein bisschen Spaß haben. Lass mal ein bisschen Spaß haben. Oh, Teammate! Oh mein Gott, wie ich meine... Es steht zu viel auf dem Spiel, als dass wir scheitern. Okay, wir hatten so oder so verloren. Also, ich vergebe dir nochmal, Teammate. Oh mein Gott, das war echt Pech gerade. Klatscht alle für die Killcam, die war wunderschön. Die Killcam ist die beste Killcam, die ich jemals hatte. Ey, ploppt bei euch auch mal so viel Windows Internet Explorer Werbung auf, Alter. Ich hasse Internet. Ich hasse Internet. Wenn ich eine Sache hasse, ist es Internet Explorer. Okay, vielen Dank fürs Schauen. Mein Team hat mich ein bisschen runtergezogen. Das war nicht meine Schuld. Ich hatte einen guten Score. Und wir haben den Steak freigeschaltet. Wenn ihr mehr alte Call of Duty sehen wollt, beziehungsweise bessere Call of Duty, bessere Call of Duties, lasst den Daumen nach oben da. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um nie wieder in Zukunft etwas auf meinem Kanal zu verpassen. Außerdem, ich habe einen Let's Play-Kanal, da kommen täglich Videos drauf, da kommen auch Vlogs und sowas drauf. Also wer sich dafür interessiert, Link in der Beschreibung, Danny Jessner ist der Name. Und dann sage ich nur noch 3, 2, 1, tschüss!